Pippi, ein winziges graues Kätzchen, hatte ein Leben voller Dunkelheit und Verzweiflung ertragen müssen. Seine Tage verbrachte er gefangen in einem Keller, gezwungen, den Schrecken von Hunger und Angst zu erleben. Der böse Mann, dem er gehörte, erfreute sich daran, Pippi zu quälen, indem er ihn unter den Ratten einsperrte, die in den Tiefen des Kellers huschten. Mit nur 2 Monaten war Pippi viel zu jung, um zu jagen, geschweige denn eine Ratte zu fangen. Jedes Mal, wenn er es versäumte, die grausamen Forderungen seines Peinigers zu erfüllen, wurde ihm das Essen verweigert und er wurde tagelang weggesperrt. Einsamkeit und Hunger lasteten schwer auf Pippis kleinem Körper, so dass er in einen Zustand tiefer Depression versank. Seine einzige Trost fand er im Schlaf, doch auch das wurde ihm von seinem Peiniger verwehrt. Der böse Mann weckte Pippi aus seinem Schlaf und behauptete, dass Schlafen nichts Gutes brächte und keinen Zweck erfülle. Die Verzweiflung trieb Pippi an die Grenze seiner Belastbarkeit. Er wusste, dass die Flucht aus den Klauen seines grausamen Besitzers seine einzige Überlebenschance war. Eines Nachts sah Pippi seine Gelegenheit. Der böse Mann war endlich der Erschöpfung erlegen und in einen tiefen Schlaf gefallen. Mit einem neuen Schub an Entschlossenheit schlüpfte Pippi durch das offene Fenster und fand sich außerhalb der Mauern seines quälenden Gefängnisses wieder. Müde und schwach begann er, über einen hohen Holzzaun zu klettern, seine Pfoten gegen die raue Oberfläche kratzend. Aber seine Kraft schwand. Als Pippis winziger Kopf über den Zaun lugte, schwanden seine Kräfte und er balancierte am Rande der Niederlage. Verzweifelt miauend streckte er seine fragile Pfote aus, in der Hoffnung, dass jemand, der vorbeiging, sein Elend bemerken und ihm eine helfende Hand reichen würde. Gerade als er kurz davor stand, seiner Müdigkeit nachzugeben und vom Zaun zu fallen, kam ein gutherziger Mann namens Jack zufällig vorbei. Jacks mitfühlende Augen erblickten Pippis winziges Gesicht, erfüllt von Schmerz und Sehnsucht. Ohne zu zögern, griff er aus und hob das erschöpfte Kätzchen in seine sanfte Umarmung. Pippi spürte die Wärme und Fürsorge, die von Jacks Berührung ausgingen. Es war ein krasser Kontrast zu der kalten Grausamkeit, die er so lange ertragen hatte. Von diesem Tag an änderte sich Pippis Leben für immer. Jack schenkte ihm ein sicheres und liebevolles Zuhause, in dem er sich sowohl körperlich als auch emotional heilen konnte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.